So, servus Leute, hier ist der Maurice und ich beginne einmal mit dem ersten Video für den neuen Channel CADE. Und heute möchte ich euch einfach zeigen, wie ihr einen coolen Text in Cinema 4D machen könnt, einen coolen 3D-Text. Und ja, fangen wir direkt mal an. Das erste, was ihr macht, ist, geht hier oben bei MoGraph, geht ihr bei Textobjekt und ja, da haben wir ja unser Text schon. Und ja, wir können jetzt den Text ändern, indem wir bei Objekt können wir einfach hier mal erstmal den Text editieren. Schreibe ich einfach mal CADE hin. So, und wenn ihr jetzt den Text, den könnt ihr jetzt zum Beispiel in der Mitte ausrichten. Hier könnt ihr die Größe verändern. Und hier oben bei der Tiefe könnt ihr ja die Tiefe vom Objekt ändern. Desto größer ihr das macht, desto weiter nach hinten geht das Objekt, ne? Wie zum Beispiel jetzt. Aber das ist einfach zu viel. Deswegen gebe ich ihm 100. Das ist eine coole Tiefe. Und ja, jetzt suchen wir hier noch eine coole Schriftart aus. Und ja, da haben wir eigentlich schon unser 3D-Text. So, was ihr jetzt machen könnt, ist dem ganzen Text eine Farbe geben, indem ihr hier bei Datei Neues Material klickt oder einfach hier unten Doppelklick. Schon habt ihr neues Material. Hier oben könnt ihr jetzt die Farbe ändern. Und ja, hier könnt ihr verschiedene Effekte der Farbe noch anwenden, wie zum Beispiel eine Spiegelung oder sie zum Leuchten bringen, hier zum Beispiel. Aber das wollen wir ja nicht. Und ja, ich mache jetzt einfach hier mal eine rote Farbe und eine schwarze, weil wir dem Text ja vielleicht auch zwei Farben geben können. Zwar, zwei Farben könnt ihr dem Text geben, indem ihr einmal die Hintergrundfarbe drauf macht und dann nochmal die gleiche Farbe, also zum Beispiel in dem Fall rot, zweimal nochmal hinmacht, weil ihr dann dieser Farbe sagt, ihr möchtet sie einmal bei der Selektion C1 haben, müsst ihr hinschreiben C1, dass die vorne ist. Und C2, dass die hinten dran ist. So, jetzt seht ihr, durch das C1 und C2 sagen wir, dass die rote Farbe einmal hinten und einmal vorne sein soll. Und ja, die Hintergrundfarbe bleibt ja die schwarze. Also so haben wir jetzt zwei Farben. Oder ihr könnt dem Ganzen auch anders zwei Farben geben, indem ihr dieses Textobjekt dupliziert, einfach mit Ctrl-C kopieren und Ctrl-V einfügen. Dem geben wir jetzt mal auch eine rote Farbe, dass wir das unterscheiden können. Und dann müssen wir bei dem zweiten, müssen wir einfach bei Deckflächen, müssen wir auf Deckflächen und Rundungen beim Start und beim Ende drücken. Wie ihr jetzt seht, hat sich das Ganze ja, ein bisschen vergrößert. Das ist, weil wir dem jetzt auch eine Rundung oben drüber gegeben haben. Die könnt ihr natürlich, das ist jetzt eher eine Kante. Den könnt ihr aber auch ganz eine Rundung geben, indem ihr hier die Startstufe ändert, könnt ihr halt mehr Rundung oder weniger Rundung. So, damit wir jetzt zwei Farben haben, mache ich dieses Textobjekt jetzt ein bisschen kleiner und verschiebe es ein bisschen. Ja, nicht nach oben, sondern nach hinten. Und dann seht ihr, da ist das zweite Textobjekt, das ist ja innen drin. Ich tue jetzt einfach hier mal 10 hinschreiben, weil dann ist es genau in der Mitte. Ja, wie ihr seht, habt ihr jetzt einen zweifarbigen Text. Und ja, jetzt zeige ich euch noch, wie ihr das Ganze speichern könnt. Einmal zeige ich euch, wie ihr das Ganze, also nur die Schrift speichern könnt, ohne einen Hintergrund, ohne alles. Dafür müsst ihr hier auf den Rendervoreinstellungen-Knopf gehen. Bei Ausgabe tun wir dann eine schöne HD-Qualität rein. Einfach 1280 mal 720. Und dann bei Speichern müsst ihr, beim Format müsst ihr ein PNG-Format aussuchen. Und damit das der Hintergrund auch weg ist, müsst ihr den Alpha-Kanal aktivieren. So, jetzt sucht ihr noch irgendwo einen Speicherplatz aus. Ich suche einfach mal am Schreibtisch, gebe den einfach ein paar Buchstaben als Name. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr dem Ganzen auch noch Effekte anwenden, Ambient Occlusion und Global Illumination. Ihr wisst, damit tut ihr das Rendern verlangsamen, aber halt die Qualität vom Bild ist dann besser. Und ja, wenn wir das Ganze jetzt mal auf Rendern drücken, seht ihr, es dauert ziemlich lang. Das ist halt mit den Effekten. Und wenn ihr diese Effekte ausmacht, dauert das Ganze weniger. So, ich zeige euch jetzt auch noch, wie ihr das mit dem weißen Hintergrund macht. Dafür müsst ihr hier bei dem Licht müsst ihr einen Hintergrund aussuchen und einen Boden. Für den Boden machen wir jetzt mal eine weiße Farbe. Dafür machen wir nochmal ein neues Material und geben dem ein ziemlich weißes Weiß. Dass es nicht ganz weiß ist, aber schon fast weiß. Und das geben wir jetzt sowohl dem Boden als auch dem Hintergrund.
So, wenn wir jetzt mal auf Rendern drücken, sehen wir, dass das Ganze ist zwar nicht so ganz weiß, aber da hinten ist immer noch eine Linie. Dass wir die vereint bekommen, müssen wir bei dem Boden, müssen wir auf Rechtsklick und dann sind wir vor die Tags und dann müssen wir den Render-Tag hinzufügen. Und wenn wir dann auf Hintergrund-Compositing, müssen wir das jetzt noch einschalten. Und wenn wir jetzt nochmal auf Rendern drücken, seht ihr, das ist komplett weiß. Naja, es sieht jetzt sehr weiß aus und damit wir noch ein bisschen einen Schatten hinzufügen, tun wir einfach ein Licht machen. Das Licht bewegen wir ein bisschen nach hinten und ein klein bisschen nach oben. Und was wir dann bei dem Licht machen, ist bei Allgemein und beim Schatten, da steht jetzt kein, da müssen wir einfach Shade Maps weich aktivieren. Und wenn wir jetzt nochmal auf Rendern drücken, seht ihr, wie ein Schatten hinten dran entstanden ist. Drehen wir das Ganze mal ein bisschen, dass wir es auch von hinten sehen. Jetzt nochmal auf Rendern drücken, seht ihr, hier hinten dran ist ein Schatten entstanden. Desto höher oder tiefer ihr das Licht macht, desto wird sich halt der Schatten ändern. Und ja, hier, das könnt ihr auch als PNG speichern, aber in dem Fall werdet ihr halt den weißen Hintergrund sehen oder ihr speichert einfach als JPG. Ich rendere das Ganze jetzt mal als weiß, damit wir einen kleinen Vorschau haben. Das dauert ein klein bisschen, ich habe gerade nicht den schnellsten Computer. Bei mir rendert es nur mit zwei Vierecken. Ich habe schon Computer gesehen, da rendert es mit 8 oder 16 Vierecke. Das geht dann recht schnell. Und ja, hier haben wir dann unser Text. Wenn wir dann mal auf dem Hintergrund gehen, sehen wir dann auch schon unser Text, den wir einfach mal so gerendert haben. Ja, und das war es eigentlich schon auch mit dem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte kommentieren, falls euch was nicht gefällt oder nicht passt oder ihr was anders machen würdet. Und wie immer bitte einen Daumen hoch geben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.